Und ich sage hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zurück zu einem neuen Part Mass Effect. Schön, dass du wieder da bist. Ich gehe jetzt hier mal einfach. Der Infirmary Officer hat Zugang zur Gefechtszentrale. Achso, ich anscheinend nicht, sozusagen. Ich bin noch Commander hier auf dem... Was ist denn hier los? Nee, das find ich aber auch nicht richtig, ne? Kann ich als Commander nicht hingehen, wo ich hin will eigentlich? Das finde ich schon doof, oder? Na gut, egal. Ich gehe jetzt hier trotzdem, ich gucke jetzt hier einfach noch ein bisschen rum. Ich wollte hier mit den Leuten noch so ein bisschen sprechen und einfach mal gucken und ja, mal schauen, ne? Commander Shepard, ich habe die Normandy mit Ihnen an Bord untergehen sehen. Schön, dass Sie am Leben sind. Ich bin schockiert. Sie dienen jetzt auf einem Cerberus-Schiff? Hat mich selbst überrascht. Dennoch bin ich hier. Ein Trauma, wie Sie es durchlitten haben, hätte die meisten stark verändert, aber Sie anscheinend nicht. Willkommen zurück, Shepard. Haben Sie alles, was Sie brauchen? Ich glaube schon. Die Krankenstation ist fast genauso wie die auf der ersten Normandy. Das Einzige, was fehlt, sind meine privaten Reserven. Sogar eine Flasche Ceres Ice Brandy, den ich für eine besondere Gelegenheit aufgehoben hatte. Ich halte die Augen nach einer Ersatzflasche offen. Oh, das ist nicht nötig. Sowas ist teuer. Und wir haben wirklich Wichtigeres vor uns. Sie sind nicht der Cerberus-Typ, Frau Doktor. Ich arbeite nicht für Cerberus. Ich arbeite für Sie. Bei einer Mission, die entscheidend für das Überleben der Menschheit sein kann. Ich vertraue darauf, dass Ihre Verbindung zu Cerberus ethisch einwandfrei ist. Ich vertraue Ihnen, Commander. Frau Doktor, Sie waren jahrelang bei der Allianz. Warum gerade jetzt wechseln? Nach dem Verlust der Normandy erhielten die Überlebenden der Crew neue Posten. Ich wurde auf der Militärkrankenstation auf dem Mars stationiert. Ein respektabler Posten, aber eben nicht auf einem Raumschiff. Das Militärleben in einer Kolonie ist wohl nichts für Sie. Ich habe den Großteil meines Lebens auf Kriegsschiffen verbracht, ohne zu wissen, was die nächste Mission wohl mit sich bringt. Ich bin gewöhnt an das Brummen der Triebwerke, das Ächzen der Schotten, den leichten Schwindel, bevor die Beschleunigungsdämpfer sich zuschalten. Das Leben auf Planeten ist statisch und langweilig. Alles klar. Wir sehen uns später, Frau Doktor. Commander. Ja, schön, Mensch. Ein vertrautes Gesicht, das finde ich ja toll. Das ist doch schön. Der Zugang zum VI-Kern ist beschränkt. Ach. Also hier ist so viel beschränkt, ne? Das finde ich schon echt ein bisschen deprimierend so. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen, ne? Schön ist das nicht. Aber gut, egal, so ist es halt. Dann rede ich doch mal mit der hier noch. Ach, guck mal, die hat hier... Ach, kann ich mich hier nicht hinsetzen und hier einfach rausgucken? Schau mal. Cool. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Hi, Miranda. Commander, was kann ich für Sie tun? Haben Sie eine Minute Zeit, Miranda? Sie haben sicher eine Menge Fragen. Cerberus ist nicht so böse, wie die meisten glauben. Wenn ich Ihre Zweifel zerstreuen kann, werde ich das gerne tun. Also, was möchten Sie wissen? Erzählen Sie mir von sich, Miranda. Das ist nur fair. Immerhin habe ich in den letzten 2 Jahren alles über Sie erfahren, was es zu wissen gibt. Sie sollten wissen, dass ich umfassend genetisch modifiziert wurde. Es war nicht meine Entscheidung, aber ich mache das Beste daraus. Das ist einer der Gründe, warum der Unbekannte mich ausgewählt hat. Was immer ich tue, ich bin meistens ziemlich gut darin. Von welchem Ausmaß an genetischer Modifikation reden wir hier? Sie war ziemlich umfassend. Ich bin in vielerlei Hinsicht überlegen. Meine Wunden heilen schneller. Und ich werde wahrscheinlich 1,5-mal so lange leben wie ein Durchschnittsmensch. Meine biotischen Fähigkeiten sind auch sehr weit entwickelt. Für einen Menschen. Dazu kommen das beste Training und die beste Ausbildung, die man für Geld kaufen kann. Das Ergebnis ist wirklich ziemlich beeindruckend. Klingt, als hätte man Sie dazu geschaffen, perfekt zu sein. Mag sein, aber ich bin es nicht. Ich bin noch immer ein Mensch, Shepard. Ich mache Fehler, wie jeder andere auch. Und wenn ich welche mache, sind die Konsequenzen meistens weitreichend. Alle erwarten ziemlich viel von jemandem mit meinen Fähigkeiten. Also, ich finde sie nicht eingebildet, deswegen werde ich die Gesprächsoption nicht nehmen. Also, ich finde das nicht eingebildet, ne? Wenn man gut ist in etwas und das durchaus weiß, dann kann man das sagen, das hat mit Einbildung nichts zu tun. Danke für die Information, Miranda.
Wir reden später weiter. Also finde ich jedenfalls. Commander, wie Sie wünschen. Mich kotzt vielmehr falsche Bescheidenheit an. Das kann ich nicht leiden. Das finde ich hingegen sehr unsympathisch. Und eingebildet finde ich sie nicht. Aber da war doch noch was Commander, ich reden konnte, oder? Was kann ich für Sie tun? Status der Normandie, siehste. Gibt es etwas, das ich über die Normandie noch wissen sollte? Die Crew arbeitet einwandfrei. Und das Schiff erfüllt bisher alle Vorgaben. Okay, und was ist denn Ihre Aufgabe hier? Was genau sind Ihre Pflichten, mal abgesehen davon, mich im Auge zu behalten? Ich bin eine Agentin des Unbekannten. Sie sind ein wichtiger Aktivposten. Ich soll dafür sorgen, dass Sie Erfolg haben. Abgesehen davon schicke ich dem Unbekannten regelmäßig Berichte über unseren aktuellen Alles Status. Klar. Zurück an die Arbeit. Natürlich, Commander. Okay, alles klar. So, dann hätte ich jetzt mich hier auf Mannschaft hier auf dem Crew-Deck sozusagen, hätte ich mich umgeschaut, ne? Ich glaube, so, Maschinendeck könnte ich mir noch angucken, da war ich noch nicht. Kampfinformationszentrum, ach so, das ist das mittlere Ding, genau, dann gehe ich hier noch hin. Da war ich nämlich auch noch nicht, da gucke ich jetzt auch noch eine Runde mal hinein sozusagen. Überwachungsstation benutzen. Ach, ich bin so ein Gelehrter. Mensch, bin ich ein Gelehrter. Nee, mit Edi will ich nicht reden. Edi finde ich doof. Was ist das hier? Steuerbordfrachtraum. Der Zugang zu diesem Raum ist derzeit beschränkt. Oh, Edi, geh mir nicht auf den Sack. Kann man die irgendwie abschalten? Wirklich, ich nehme mir gleich hier irgendeine Waffe und baller das Ding kaputt, ey. Wirklich, das gibt's ja wohl mal gar nicht. Der Zugang zu diesem Raum ist derzeit beschränkt. Das ist doch mein Schiff. Ich kann hier doch wohl machen, was ich will. Ey, wirklich. Das finde ich unmöglich. So. Heilige Scheiße, Commander. Sie kommen extra wegen uns hier runter? Verdammt, Kenneth. Was sind denn das für Worte? Sie sprechen mit unserem kommandierenden Offizier. Ich habe keinen Offizier an Deck gehört. Dieses Schiff wird militärisch geführt. Halten Sie beide das alles für einen Witz? Jawohl, Ma'am. Ich meine, nein, Ma'am. Kommt nicht wieder vor, Ma'am. Stehen Sie bequem. Wer sind Sie? Ich bin Techniker Ken Donnelly, zuständig für die Energieversorgung. Das ist Gabby. Ihr meint eigentlich Technikerin Gabriella Daniels. Ich bin zuständig für die Antriebssysteme. Was können wir für Sie tun, Commander? Ich finde das sehr schön. Also normalerweise würde ich... Also Fräulein Shepard, ne, würde wahrscheinlich nicht sich damit abgeben, irgendwelche Einkaufslisten abzuarbeiten oder irgendwelche Flaschen zu suchen, muss ich dazu sagen. Das nehme ich als Spieler einfach an, die Missionen, damit ich die Missionen habe. Shepard selber würde das wahrscheinlich nicht machen, weil dazu, weißt du, wozu hast du dein Fußvolk? Aber ich mache das jetzt trotzdem mal. Ist bei Ihnen hier unten alles in Ordnung? Wir können uns nicht beschweren. Wenn es nur nicht so lange dauern würde, die FBAs zu kalibrieren. Kenneth, Sie beschweren sich. Wo ist denn das Problem? Was für Probleme haben Sie? Beim Upgrade der Normandie wurde bei den FBA-Kupplungen ein wenig geschlammt. Ich will Sie nicht mit Tech langweilen, aber im primären Energieversorgungssystem gibt es eine Reihe von Dämpfern, die die Ableitung im Kraftfeld... Kenneth, Sie langweilen den Commander mit Tech. Kurz gefasst, wenn wir T6-FBA-Kupplungen installieren könnten, wäre der tägliche Wartungsaufwand viel geringer. Ja, und warum sind die nicht da? Warum ist sowas noch nicht installiert? Vermutlich nur ein Planungsversäumnis. Die Effizienz leidet nicht darunter. Es betrifft lediglich die Wartung. Außerdem ist das Modell T6 ziemlich schwer aufzutreiben. Nash und Stellar Dynamics hat die Produktion eingestellt. Auf den Märkten auf Omega könnte man vielleicht ein paar Gebrauchte finden. Aber für einen Landgang fehlt uns die Zeit. Mhm. Ah, jetzt kann ich hier noch fragen. Okay, nach der Ausbildung frage ich mal noch. Wo wurden Sie ausgebildet? Gabby und ich haben bei der Allianz angefangen, auf der SSV Perugia. Sie war bei der Schlacht um die Citadel in der ersten Angriffswelle. Wir haben die Sovereign mit eigenen Augen gesehen. Warum kann ich hier jetzt noch mal brauchen? Sie was machen? Verstehe ich nicht. Okay. Warum haben Sie die Perugia verlassen? Nach ihrem Tod verlor Anderson an politischem Einfluss. Der Rat hat die Reaper-Bedrohung geleugnet. Sie haben die Sovereign als isolierte Bedrohung bezeichnet, als einzelne... Das war scheiße. Sie sagten, ihre Warnungen vor einer größeren Gefahr wären entweder Irrtümer oder Wahnvorstellungen. Wir haben den Respekt vor der Führung der Allianz verloren. Wir müssen den wahren Feind bekämpfen. Und anscheinend tut das nur Cerberus. Aber das habe ich ist doch bei Ihnen hier unten das alles in ich Ordnung? Ja schon gemacht, ne? Außer den erwähnten T6 FBA. Falls Sie uns helfen, das mache ich mal...
Okay. Was denn sonst hier? Gabby bei... Pass auf, da mach ich so. Wie sind Sie zu Cerberus gekommen, Gabby? Kenneth und ich sind Partner, seit wir gemeinsam den Abschluss an der Tech-Akademie gemacht haben. Als er das Angebot von Cerberus bekam, habe ich darauf bestanden, mitzukommen. Ohne mich fällt er doch auseinander. Danke, Mami. Außerdem liebe ich Maschinen. Und die Normandy repräsentiert den derzeitigen Stand der Technik. Ich musste die Gelegenheit, hier zu arbeiten, einfach wahrnehmen. Okay, alles klar. Weitermachen. Jawohl, Commander. Ach da, jetzt habe ich die Mission doch bekommen. Ja, ist ja prima. Ich bin überrascht, dass Shepard uns hier unten besucht hat. Habe ich doch gesagt. Ich finde den Kerl übrigens cool. Ich mag Leute, die ein bisschen eine große Klappe haben, wenn die dann mit dem Echo leben können, wenn mir irgendwas auf den Nerven geht. Ne? Weil das kann einfach dann auch kommen. Und ich glaube, das ist auch was, was dann gut zu meiner Shepard passt. Achso, hier kann ich gar nichts machen. Denn das ist tatsächlich auch so was... Also ich versuche ja den Charakter schon so zu spielen, eher so ein bisschen so auf die, also nicht so ganz böse, ne? Also weil das könnte ich, glaube ich, das sowas kann ich nicht gut. Aber schon auch nicht hier die Liebe, ich rette die Welt, Shepard, schon so ein bisschen eher der egoistische Typ. Und tatsächlich sind das teils auch Charakterzüge von mir. Nicht durchgehend, ich glaube, ich habe ein größeres Herz und krieg schneller ein schlechtes Gewissen. Aber... Ja, nee, hier unten ist sonst weiter nichts. Okay. Ja, prima. Na, das ist doch, ja, gut. Dann habe ich jetzt mit denen gesprochen hier, ne? Mit denen, ja, das war's dann wohl. Okay, ja, sonst ist hier... Elevator. Warum stand da nicht Fahrstuhl? Da stand Elevator. Okay, ja, dann zum... Deck 2 zurück. Das finde ich echt schön gemacht, oder? Das gefällt mir. Mir gefallen auch die Ladebalken total gut. Ich musste nur so lachen, als ich vorhin angemacht habe, das Spiel. Da stand im ersten Ladebalken, da stehen doch immer so Tipps drin. Ne? Und bei mir stand, falls sie sich mal nicht zurechtfinden und orientierungslos sind. Da habe ich gedacht, oh nein, sie haben mich Commander, durchschaut. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ja, vielen Dank. Dann gucke ich da rein. Ungelesene Nachrichten. Nee, hab ich gar nicht. Du lügst ja. Ey, du lügst! Du kommst doch gleich Kopf ab. Ich glaub's ja wohl nicht. Ich hab doch gar keine. Na, das hab ich doch alles hier. So, und jetzt kann ich doch eigentlich mal gucken, bevor ich jetzt hier irgendwo... So, jetzt guck ich mal. Okay. Ach so, ja, das sind die Aufträge, das sind die, ich jetzt hier angenommen habe, die Zutaten, die verschollene Rosalie, die Abschutzstelle der Normandie, das ist das, was ich in den Briefen hatte, ne? Und die anderen, die ich angenommen habe. Ach so, und jetzt sind hier die Missionen, jetzt gucke ich mal. Kollektoren, ein Team zusammenstellen, alles klar. Dossier der Veteran, was ist denn hier? Ach so, das sind die... Ja, den soll ich treffen. Alles klar. Das ist, ja, da soll ich mich mit dem Rat treffen. Ich will mich mit denen gar nicht treffen. Der Professor. Arya nach Mordin fragen. Der Warlord. Nach Corlus fliegen. Oh, ist der Warlord... Ist das ein Kroganer? Den nehme ich sofort mit. Archangel finden. Fliegen Sie nach Omega im Scharbarik-System und finden Sie Archangel. Okay. Fliegen Sie zum Gefängnisschiff Purgatori und nehmen Sie die Gefangene. Ach du meine Güte. Also es ist auf alle Fälle schon einiges zu tun, würde ich sagen. Ne? So grundsätzlich. Na, wer da nein. Ja, die kann ich als gelesen markieren. Ja, bitte. Dann kann ich zurück. Ach ja, das ist mein Kodex, wo jetzt diesmal nicht vorgelesen wird. Genau. Ja, gut. Dann. Ja. Ist doch schick soweit, oder wie? Sehe ich doch richtig hier. Auf geht's. Ach,
Ach Mensch, das sieht ja... Ach na, guck mal, das ist ja auch cool. Ich habe das ja noch gar nicht aufgemacht, ne? In Mass Effect 2 jetzt. Und das finde ich cool, dass ich hier gucken kann. Omega, da soll ich hier Archangel rekrutieren, den Professor rekrutieren, den Veteran rekrutieren. Hier ist ein Massenportal. Hier ist das Omega-4-Portal. Das finde ich ja auch... Das finde ich ja cool. Ach, guck mal. Ah, wie cool. Guck mal. Das ist ja cool. Okay. Umlaufbahn anfliegen. Ach, das kann ich jetzt machen, ja? Das ist ja cool. Ja, pass auf. Dann mache ich das mal. Das gefällt mir ja. Oh, das finde ich total toll. Das will ich nochmal anschauen. Warte, bevor ich hier andocke. Cool, guck mal. Unerforscht. Das ist ja geil. Ach, was kann ich hier? Treibstoff kaufen oder Sonden kaufen? Ja, das wird mir ja hoffentlich noch erklärt, dann wozu das ist. Ein Massensprung? Ja gut, ich... Ja, auf geht's jetzt. Pass auf, ich mach das jetzt hier. Damit es vorangeht. Aber das finde ich toll. Omega. Omega erbaut einen vollständig abgebauten Asteroiden mit vormals hohen Metallanteil, ist seit Jahrtausenden ein Zufluchtsort für Verbrecher, Terroristen und Unzufriedene aller Arten. Das ist ja hervorragend. Zeitweise war die Station über Jahrhunderte verlassen, bis sie eine neue Gruppe Gesetzloser auf die Suche nach einem neuen Anfang wieder in Betrieb nahm. Das ursprünglich überaus elegante Design der Raumstation ist unter dem planlosen Wachstum verschiedenster Spezies kaum noch zu erkennen. Es gibt auf Omega keine zentrale Regierung oder eine allgemein anerkannte Autorität und es kann sich auch niemand an die Zeit erinnern, in dem das anders gewesen wäre. Ja, dann. Na, bewegt sich mein Ladebalken nicht. Why? Was los? Ah, jetzt kann ich hier aussuchen. Ja gut, ich habe ja nicht so viel, so viel Auswahl habe ich ja nicht. Was soll ich machen? Man kann ja nur die beiden mitnehmen. Ah ja, jetzt habe ich noch Punkte zu verteilen. Okay. Ja, dann... So. Ach so, hier kann ich noch... Das möchte ich nämlich dieses Mal selber machen. Siehst du, das kommt auch noch dazu. Ich werde das nicht machen lassen, sondern ich werde die Punkte höchstpersönlich selber verteilen bei meinen Gruppenmitgliedern. Jetzt gucke ich mal. Hebt Feinde hoch, macht sie hilflos, während sie zuschweben. Brandmunition brennt sich durch Panzerung, setzt Feinde in Brand und verursacht... Erhöht Jakobs Kampffähigkeiten, Waffenschaden und Gesundheit. Das ist doch schon mal was. Kosten einen Punkt. Ja, bitte. Brandmunition. Ja, das finde ich auch gut. Und ziehen. Achso, ich habe keine Punkte mehr. So, dann kommt sie noch hier. Setzen Schilde und sind... Ja, das finde ich gut. Überlastung finde ich ganz cool. Okay. Die Masseneffekte fügt feindlichen Zielen Schaden zu und blockiert Gesundheitsreck, ja. Ach so, da wird dann die Gesundheit und Waffenschaden und so insgesamt erhöht. Gut, einen Punkt habe ich jetzt noch, den kann ich nirgendwo mehr reinstecken. Das ist dann so. Alles klar. Dann habe ich das. Dann wäre das erledigt, ne? Alles klar. Gruppenwaffen? Ach so, Waffenbestand der Gruppe ändern, was ich hier alles machen kann. Ach Mann, okay. Ach, da sind jetzt die Waffen, die lese ich jetzt mal nicht vor, ne?
Nee, automatische Pistolen, schwere Pistolen, ja, das ist doch schon gut so. Ich habe ja eh noch nichts zur Auswahl hier. Der hat Schrotflinte und die schwere Pistole und automatische Pistole. Ja, das ist schon alles gut so. Ah, willkommen auf Omega. Sie sind neu hier, nicht wahr? Ich merke sowas gleich. Erlauben Sie mir... Oh, hallo Mocklin. Ich wollte gerade... Abgang wartet. Sofort. Natürlich, Mocklin. Was immer sie verlangt. Verdammte Aasgeier. Willkommen auf Omega, Shepard. Sie wissen, wer ich bin? Natürlich. Wir haben Sie auf dem Schirm, seit Sie in den Terminus-Systemen sind. Sie sind nicht ganz so raffiniert, wie Sie glauben. Aria will wissen, was einen toten Spectre nach Omega führt. Sie sollten umgehend ins Afterlife gehen und Ihre Aufwartung machen. Ich rede mit Ihrem Boss, wenn ich es für richtig halte. Dann sollten Sie es sofort für richtig halten. Niemand lässt Aria warten. Afterlife, sofort. Das ist doch wohl meine Entscheidung. Ich empfange Quarantänewarnungen aus den Slums, wo Dr. Morden Solo seine Klinik hat. Rechne mit Widerstand in der Transitstation. Ich habe außerdem Gespräche zwischen den Söldnergruppen über Pläne zum Ausschalten von Archangel aufgefangen. Im Afterlife gibt es eine Rekrutierungsstelle, die vielleicht mehr über ihn weiß. Alles klar, jetzt gucke ich erstmal. Das ist aber eine schöne Karte. Ja, ich werde dann mal hingehen zu der Aria. Hier soll ich ja hin, ne? Das ist ja... Ach, die ist aber hübsch, gell? Also, das ist echt cool. Kann ich hier mir wieder... nee, okay. Schade, ich habe gedacht, wieder mit Rechtsklick, ne? Könnte ich mir hier so ein Fähnchen hinmachen und dann... Ja, aber macht nichts. Ist trotzdem cool. Bitte. Halten Sie den Mund! Was ist los hier? Hallo? Hallo, was ist hier los? Bitte, Sie müssen mir helfen. Aber du bist Wer hat Ihnen erlaubt zu reden, Blödmann? Sind Sie Said Massani? Ja, das bin ich. Sie müssen Commander Shepard sein. Wie ich höre, müssen wir eine Galaxie retten. Der ist ja hart, der Typ. Ey, was ist denn hier los? Okay. Ich nehme an, man hat Sie informiert. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht. Cerberus hat mir alles geschickt, was ich wissen muss. Meine Kontakte haben gesagt, wir sammeln einen Mann auf, nicht zwei. Batarianischer Delinquent. Hat jemanden so sauer gemacht, dass er mich angeheuert hat, ihn zu finden. Sogar für meinen Lebendigpreis. Bitte, ich war es nicht. Klappe, habe ich gesagt. Hat versucht, mich auf eine Verfolgungsjagd durch die ganzen Systeme zu treiben. Er hätte es besser wissen müssen. Die Typen fliehen immer nach Omega. Was passiert mit ihm? Ich übergebe ihn und kassiere das Kopfgeld. Was danach mit ihm passiert, ist mir egal. In welcher Beziehung stehen Sie zu Cerberus? Ganz ruhig. Cerberus bezahlt mir jede Menge Geld, damit ich ihm bei ihrer Mission helfe. Das ist alles. Nicht viele Söldner würden ein Selbstmordkommando wegen der Bezahlung annehmen. Die meisten Söldner kriegen keine Angebote, wie Cerberus es mir gemacht hat. Diese Mission klingt nicht nach einem guten Geschäft. Aber Ihr Unbekannter kann viele Credits locker machen. Gehen Sie. Richten Sie sich auf der Normandy ein. In Ordnung. Ich mache es mir gemütlich. Der Unbekannte hat Ihnen vermutlich von unserem Arrangement erzählt. Ich nehme an, ich soll einen Teil Ihres Vertrags übernehmen. Liege ich richtig? Ja. Komisch, dass er es nicht erwähnt hat. Ich habe vor einer Weile eine Mission angenommen, kurz bevor ich bei Cerberus angefangen habe. Ich dachte, Sie hätten vielleicht Interesse. Haben Sie schon einmal von Vido Santiago gehört? Er ist der Anführer der Blue Suns, leitet die ganze Organisation. Anscheinend hat er kürzlich eine Elphel-Ashland-Raffinerie auf Zoria eingenommen und missbraucht die Arbeiter als Sklaven. Das Unternehmen will der Sache ein Ende setzen. Wir kümmern uns darum, wenn wir dazu kommen. Unsere Mission hat Priorität. Ich weiß, dass wir Wichtigeres zu tun haben. Deswegen möchte ich diese andere Sache gern möglichst schnell erledigen.
Ich schalte das Ding lieber ab, bevor es anfängt zu stinken. Wenn Sie das nächste Mal bereit sind, jemanden zu töten, bin ich auch startklar. Okay, der ist ja echt hart, der Kerl. Oh, okay, ich wollte eigentlich... Hier, mach mal auf. Ich wollte doch zu Aria jetzt hier. Ach, da ist schon das Afterlife. Ich mache mir die Map nochmal auf. Ja, das ist schon... Das gefällt mir. Also, das ist echt so ganz cool, oder? Schaut cool aus. Ich gucke mich hier das nächste Mal an. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Ich schaue mich das nächste Mal hier ein bisschen genauer an. Aria erwartet mich. Gehen Sie rein. Aria erwartet Sie. Wenn sie sie erwarten würde, wären sie längst drin. Okay. Ich bin sehr gespannt, wer oder was diese Aria für eine ist hier. Ach, da sind ja wieder hier die sexy Hexis, die da tanzen, Mensch. Awesome. Ich bin in einer wichtigen Geschäftsbesprechung. Kann ich eigentlich nicht? Ach so, nee. So, okay. Da oben dann. Alles klar, dann husche ich mal darauf, wa? Ach ja. Ich möchte die anderen auch wieder sehen. Hier meine alte Crew. Nee, das ist, sieht nicht nach Aria aus. Das ist nah genug. Stehen Sie still! Ey, sag mal, hakt's irgendwie oder was? Wie geil ist das denn, ey? Okay, ich glaube aber, ja, ich lerne irgendwie aus den Fehlern nicht. Ich werde jetzt hier trotzdem Break machen und werde das Gespräch im nächsten Part dann erst führen. Ich danke dir jetzt sehr fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.